Willkommen zu einer neuen Folge von Gadeo TV. In der heutigen Folge zeigen wir Ihnen, wie Sie ein komplettes Barset bestehend aus 4 Stühlen und einem Tisch aus Garapa bauen können. Die Bretter, die wir verwenden, haben eine glatte und eine geriffelte Seite. Jedoch dazu später mehr. Garapa ist ein helles Holz, heller als IP, was man für dieses Projekt natürlich auch hätte nehmen können. Für unser DIY-Projekt verwenden wir schmale 9 cm Bretter, die eigentlich als Terrassendielen gedacht sind. Wie zuvor gezeigt, hat die Diele eine glatte und eine geriffelte Seite. Natürlich ist es reine Geschmackssache, welche Seite sichtbar sein soll. Wir entscheiden uns aber für die glatte Seite, da die Stühle und der Tisch als Kantinenmöbel dienen sollen und es so einfacher und vor allem schneller sauber gehalten werden kann. Sollten die Möbel draußen verwendet werden, hat es zudem den Vorteil, dass Wasser sich nicht in den Rillen ablagern kann und somit Algen sich nicht bilden. Der Barstuhl besteht im Prinzip aus 2 Teilen, zum einen die Sitzfläche und zum anderen das Gestell. Bei der Sitzfläche werden insgesamt 8 Bretter sichtbar sein. 4 als direkte Sitzfläche und 4 Bretter als Umrandung. Der Rahmen wird verschraubt und dann mit der Sitzfläche zusammengefügt. So erhält man dann einen relativ schweren Stuhl und durch die helle Farbe sieht es zudem enorm gut aus, sowohl drin als auch draußen. An der Breite und Dicke der Bretter werden wir nichts verändern. Lediglich die Länge haben wir bereits auf Maß gesägt. Für die Sitzfläche verwenden wir insgesamt 4 Bretter und haben so fast eine Tiefe von 36 cm. Optisch sieht es fast so aus wie ein Quadrat. Natürlich kann man es den eigenen Wünschen noch anpassen. Sollte es ein reines Projekt für draußen sein, sollten Sie 1 bis 2 mm Platz zwischen den Brettern lassen, damit es noch arbeiten kann. Bei der Kürze der Bretter ist es aber eher unwahrscheinlich, jedoch sollte man nicht darauf verzichten. Die 4 gleichen Stücke werden nun mit der Oberseite nach unten gelegt, da die Unterseite des Sitzes zusammengeschraubt wird und so mehr Stabilität erhält. Zwei Bretter sind bereits auf 45 Grad Gehrung gesägt. Da es dieselbe Länge hat wie die Bretter selbst, muss ich da nichts mehr anpassen. Bei den 2 anderen Brettern lege ich es an und zeichne mir die Stelle an, an der der nächste 45 Grad Schnitt gemacht werden muss, damit es dann passt. Die Unterkonstruktion für die Sitzfläche hat natürlich den Vorteil, dass die querverlaufenden Brettern durch das Verschrauben die Fläche an sich zusammenhalten. Es sorgt zudem auch für mehr Stabilität und macht das Ganze dann nachher einfacher, um es mit dem Rahmen zu verbinden. We boren even voor met een 3 à 3,5 mm boortje en dan gaan we het vastschroeven vanaf de onderkant met 4×30 schroeven. Bevor es verschraubt wird, bohren wir mit einem 3 mm Bohrer vor und werden die Sitzfläche dann von unten mit 4x30 mm Schrauben festmachen. Die 4x30 mm Schrauben haben eine graue Beschichtung.
Abgesehen davon, dass es optisch gut zusammenpasst, sorgt es auch dafür, dass es nicht rostet. Garapa reagiert mit Nickel, was in den meisten Schrauben verwendet wird. Und so schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Schrauben von 30 mm Länge sind bei einer kompletten Dicke von 4 cm ausreichend. Achten Sie daher darauf, dass die Schrauben definitiv nicht länger sind und so gegebenenfalls aus der Sitzfläche herausgucken. Denn das will man definitiv nicht. Und wie man sieht, sieht die Sitzfläche nun astrein aus. Da es nur alles fertig ist, können wir mit dem Untergestell weitermachen. Das Untergestell wird aus insgesamt 4 Balken gemacht und 8 Brettern. Daraus bauen wir dann eine rechteckige Form und so erhält der Stuhl seine Stabilität. Wir fangen mit 2 Balken an, die jeweils 4 bei 6 cm sind. Die Balken werden nun nebeneinander gelegt und damit wir, bevor wir die Bretter als Querstützen anschrauben, eine einheitliche Linie haben, zeichne ich mir die Stellen an, an denen es verschraubt werden soll. Da die Bretter 9 cm breit sind, werde ich jeweils die Markierung bei 2 und 7 cm setzen. Circa 25 cm vom Boden soll auch noch ein Brett montiert werden. Da die Bretter 9 cm breit sind, ziehe ich das von den 25 ab und mache mir eine Markierung bei 14 cm. Und da wird dann die Unterseite des Brettes angelegt. Die Bretter werden nun zunächst jeweils mit einer Schraube pro Seite befestigt. So hat man noch Spiel und kann kontrollieren, ob auch alles im Winkel zueinander ist. Sollte es nicht so sein, kann man es korrigieren, bis es passt. Da nun alles genau ausgerichtet ist, können die restlichen Schrauben eingeschraubt werden, damit alles fest ist. Der zweite Teil vom Untergestell wurde nun auch wie der erste gemacht und mit ein paar weiteren Brettern wird die Unterkonstruktion vervollständigt. Die kleinen Abstandshalter, die ich vorher benutzt habe, werden nun als Stütze helfen. Der Abstand zwischen den beiden Rahmen muss nun passend zur Sitzfläche geschoben werden und dann können die kürzeren Bretter als Verbindung montiert werden. Diese kommen nämlich precies weer hier tussen in het gedeelte, moet dan wel aansluiten op de 40 cm.
Das Untergestell passt nun genau zur Sitzfläche und muss nur noch miteinander verbunden werden. Da das Ganze recht einfach gehalten werden soll, wird es an der Innenseite mit vier kleinen Winkeln miteinander verbunden. Die Oberfläche vom Tisch wird ähnlich wie bei den Stühlen gebaut. Da der Tisch größer sein wird, benutzen wir hier 10 Bretter zu je 9 cm Breite. An der Unterseite wird ebenfalls der Rahmen gebaut. Da die Fläche hier aber größer ist, werden noch zusätzlich 2 Bretter in der Mitte mitverarbeitet für mehr Stabilität. Latten te maken, welke de planken met elkaar verbindt. Die Tischplatte wird nun an die Seite gelegt und die Unterkonstruktion vom Tisch wird nun gebaut. Dazu werden 4 Bretter aneinander gelegt und an der Rückseite miteinander verschraubt. Der Rahmen hat dann eine Höhe von 1,10 Meter und zusammen mit der Tischplatte hat es dann eine ideale Höhe für einen Stehtisch bzw. für ein Barset. Die Höhe sollten Sie aber dennoch an Ihrer eigenen Körpergröße anpassen, damit es nicht zu hoch oder zu niedrig wird. Voor ons tafelblad. Die 4 Paneelen wurden nun fertig gemacht und können miteinander verbunden werden. Zum Verschrauben benutzen wir 5x60 mm Schrauben und auch hier sollten Sie daran denken, vorzubohren. En voor het vastschroeven van de panelen pakken we een 5x60 mm schroef. Damit die Tischplatte nun mehr Unterstützung erhält, werden noch Balken an der Außenseite montiert. Mit einer Einhand- oder Schraubzwinge kurz festklemmen, vorbohren und dann mit 5x70 mm Schrauben von der Innenseite aus verschrauben. Vorhin habe ich noch erwähnt, dass 2 Bretter an der Tischplatte verschraubt werden müssen. Damit diese nun auch den richtigen Abstand haben, messen Sie beim Untergestell, jeweils von Mitte zu Mitte vom Balken. Der Abstand ist ca. 47 cm und so können die 2 Querbretter an der Tischplatte ausgerichtet und montiert werden. Damit es nun richtig ausgerichtet werden kann, brauchen wir die Breite von unserer Tischplatte und die ist 90 cm. Dann markieren wir uns die Hälfte, also bei 45 cm. Von der Mitte aus gehen wir jeweils 23,5 cm nach links
und nach rechts, damit wir dann auf die 47 cm kommen, die wir vorher ausgemessen hatten am Untergestell. Die Bretter werden dann mittig zur Markierung angelegt und jeweils mit zwei Schrauben pro Kreuzung an die Tischplatte festgeschraubt. Die Tischplatte kann nun auf das Untergestell platziert und ausgerichtet werden, so dass es an allen Seiten den gleichen Abstand hat. Achten Sie darauf, dass die Querstreben, die an der Unterseite von der Platte montiert wurden, dann auf dem Balken der Unterkonstruktion liegen. Und dann müssen nur noch alle Seiten abgemessen werden, so dass der Abstand gleich ist. Und dann heißt es nur noch vorbohren und festschrauben. Damit nun der untere Rand von unserem Sockel noch schöner aussehen wird, erhält es noch Sockelleisten, die ebenfalls auf Gehrung gesägt werden. Wenn wir alle Sockelleisten nun gesägt haben, werden sie von der Innenseite angeschraubt. Auch wenn die Garapa-Bretter gehobelt geliefert werden, sind die Kanten noch scharf. Damit es nun etwas angenehmer vom Gefühl her wird, schleifen wir eine kleine Faser. Unser Barset ist nun soweit fertig und durch die beschichteten Edelstahlschrauben ist es auch gut für den Außenbereich geeignet. Die beschichteten Edelstahlschrauben sorgen auch dafür, dass die Gerbsäure im Holz die Schrauben nicht angreift und es so keinen schwarzen Flecke gibt. Je nach Geschmack können Sie aber auch IP oder Padouk-Hartholz nehmen. Sollte es dann etwas preisgünstiger werden, können Sie auch Lärche Douglasie oder auch imprägniertes Fichtenholz verwenden. Die Höhe von 1,10 Meter ist ideal geeignet, um es als Stehtisch zu benutzen. Für mehr Komfort natürlich dann mit den Barhockern dabei. Wenn Sie alles noch einmal Schritt für Schritt nachlesen wollen, dann klicken Sie auf gardero.de/tv und klicken dann auf diese Folge. Wir wünschen viel Spaß beim Nachbauen.